Ich begrüße euch ganz herzlich hier noch zu diesem kleinen Special-Video von dem Trainspotting. Als ich nämlich die Abmod gemacht habe, war ich eigentlich schon recht körperlich kaputt von dem ganzen Tag, auch geschäftlich und so weiter. Ich wollte eigentlich nicht mehr so lange, oder besser gesagt, ich war schon auf dem Weg in Richtung Hotel und dann kam noch ein Zug nach dem anderen, also da war wirklich noch Highlife. Auch als ich dann später noch auf dem Heimweg an dem Bahnübergang warten musste, wollte die Schranke einfach nicht mehr hochgehen. Da sind noch diese Videos entstanden. Ich wollte sie euch nicht vorenthalten, deshalb als ein kleines Special. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und lasst mich gerne wieder wissen, wie ihr es fandet in den Kommentaren unten. Es nähert sich wieder ein Spitzenlicht aus Richtung Schwetzingen. Die Grillen sind hier auch schon fleißig am Zirpen, falls das die Kamera aufnimmt. Sieht für mich nach einer Drax aus. Jawohl, eine 186 von Railpool. Jawohl. Habt ihr das gesehen? Der hat sich einfach zurückgelehnt und die Arme hochgenommen. Was ein faules Stück. Ein IC-Park auf dem Gegengleis mit 201ern. Okay, Deutsche Bahn. Da ist mir doch gerade auf der Heimfahrt die Schranke vor der Nase zugegangen. Da dachte ich, steigst du doch noch mal schnell aus und nimmst du den Zug mit. Eine Trax 2 nochmal. Korrektur, eine Trax 1.
bin mal gespannt, ob das nun der letzte Zug ist, der hier den Bahnübergang blockiert. Umso besser für euch, ihr habt ein längeres Video. Schön, eine Vectron. Das war es doch noch nicht. Nochmal eine Vectron. Sogar im Doppelpack. Der Bremsenstaub zu sehen und auch zu riechen für mich. Die zweite war die Das ist grün. Die brauche ich unbedingt noch als Modell. Also wer die übrig hat, gern zu mir senden. Ja, natürlich auch gegen Geld. Ja, die Schranken sind aufgegangen. Ich verabschiede mich jetzt zum dritten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.